Aiming High. Was für ein Thema, wir haben es gerade gehört. Eine Steilvorlage für einen theoretischen Astrophysiker. Warum? Weil wir berufsmäßig versuchen, diese Welt zu verstehen. Eine Welt, die unvorstellbar groß ist, 13,82 Milliarden Lichtjahre groß. Aber bevor ich jetzt anfange, mit Zahlen um mich zu werfen, ich glaube, wir müssen in ein System gehen, um diese Dinge ansatzweise begreifen zu können, das unserer Alltagswelt entspricht. Und deshalb würde ich gerne in ein System skalieren, in dem die Sonne so groß ist wie diese Orange. Im selben Maßstab wäre unsere Erde so groß wie ein Reiskorn. Und der Abstand, diese 150 Millionen Kilometer, die wären in diesem Maßstab 10 Meter, so groß ist die Bühne gar nicht. Das heißt, wir müssten zweimal so weit weggehen. Das ist die Größenordnung, von der wir reden. Und jetzt ist doch die interessante Frage, wo müssten wir die nächste Orange platzieren? Wo ist das nächstgelegene Sonnensystem? Danke. Wir sind hier in Kufstein und die nächste Orange müssten wir platzieren 400 Kilometer hinter Moskau. In diesem Maßstab. Und dazwischen ist so gut wie nichts. Verglichen mit dieser Luft, die wir hier atmen in diesem Raum, wäre der interstellare Raum ein 100 Trillionstel nur dieser Atemluft. Das heißt, das Universum ist groß und es ist leer in erster Linie. Damit wir jetzt aber innerhalb von einem Jahr die Sonne umrunden können, brauchen wir eine irrwitzige Geschwindigkeit. Unser Reiskorn ist mit einer Geschwindigkeit von 30 Kilometern pro Sekunde unterwegs. Das ist 30 Mal so schnell wie eine Gewehrkugel. Mit dieser Geschwindigkeit rasen wir da draußen durchs All. Und wir schauen durch unsere Windschutzscheibe, unsere Atmosphäre nach draußen und versuchen uns irgendeinen Reim darauf zu machen, was wir da draußen sehen. Ich bin vor einiger Zeit mal zu einem Vortrag gefahren mit dem Zug und da hatten sich zwei Ameisen mit mir ins Abteil verirrt und die saßen jetzt mit mir vor der Scheibe und die haben so nach draußen geschaut und da habe ich sofort an diese Situation denken müssen. Das ist genau das, was wir Wissenschaftler machen. Wir rasen mit einem unglaublichen Zorn durch dieses Universum und wir schauen nach draußen, unsere Windschutzscheibe ist die Atmosphäre und wie den Ameisen, so ergeht es uns, wir versuchen irgendwie zu verstehen, was da vor sich geht. Und was sehen wir? Wir sehen eine Welt komplett aus Wasserstoff. Jetzt werden Sie sagen, ja, also hier im Raum, da ist ja ein anderer Eindruck erstmal. Also das ist jede Menge Kohlenstoff und Stickstoff und Sauerstoff und also ich klopfe hier mal auf Calcium. Also da sind ganz andere Elemente, schwere Elemente, aus denen wir bestehen. Und wo kommen die eigentlich her? Weil im Universum Naturgesetze walten. Und diese Wolken aus Wasserstoff, die kollabieren unter ihrem eigenen Gewicht, weil es Gravitation gibt beispielsweise. Und dabei heizen sie sich auf. Das Prinzip kennt jeder von der Luftpumpe, wenn Sie ein Gas komprimieren, wird es warm. Und jetzt, durch diese Hitze, werden diese Teilchen so sehr beschleunigt, dass sie irgendwann so nah kommen, dass sie miteinander fusionieren. Und dabei entstehen schwerere Elemente. Und am Ende eines Sternenlebens sprengt der Stern seine äußeren Hüllen ab, beispielsweise. Oder er explodiert vielleicht sogar insgesamt in einer dramatischen Supernova-Explosion. Und dabei werden alle diese Elemente wieder freigesetzt ins interstellare Medium. Und dort kühlt das Zeug ab und kollabiert wieder zu neuen Wolken. Es ist also ein großer Materiekreislauf, den wir da beobachten. Im Endeffekt sind diese Wolken kosmische Komposthaufen. Es ist das Relikt einer Vorgängergeneration und es wird etwas Neues, eine zweite Generation daraus gebastelt.
So gesehen waren wir alle hier in diesem Raum schon mal zusammen in einem Stern. Also wenn Sie wieder mal so das Gefühl haben, diejenige oder denjenigen kenne ich irgendwoher, jetzt wissen Sie warum. Aber ich meine, all diese Dinge, die sind interessant. Aber wann wird es relevant für uns? Relevant wird es, weil wir aus diesen Elementen bestehen. Wir sind Kinder der Sterne. Und auf dem dritten Felsenplaneten, um diesen Stern, da ist etwas passiert aus diesen Elementen, das ist fantastisch. Diese Elemente haben sich organisiert zu etwas, das plötzlich einen Willen entwickelt hat, das begonnen hat auszuweichen und nicht mehr nur irgendwo dumm rumzudümpeln in einer Lösung. Und dieses Phänomen Leben, das hat sich immer weiterentwickelt und weiterentwickelt, vom ersten Schritt an Land bis zum ersten Schritt auf dem Mond. Und es stellt Fragen und es sind große Aufgaben mittlerweile für uns, die sich da stellen. Also eines ist mal klar. Wir haben gesehen, der nächste potenzielle Planet, der ist unglaublich weit weg. Den werden wir nie erreichen. Wir sind also gut beraten, bei uns zu Hause die Hausaufgaben zu machen. Wir werden so schnell da draußen keinen schicken Zweitwohnsitz finden. Es werden immer mehr Menschen auf diesem Planeten. Wir müssen mit den Ressourcen haushalten. Das Klima ändert sich, Sie kennen das alles. Die Frage ist doch jetzt, man hat immer so das Gefühl, wir müssen die Natur schützen und eigentlich ist es doch in unserem eigenen Interesse, dass wir diesen Planeten bewohnbar halten. Denn dieser Planet auf großen Skalen, der hat schon vermeintliche Herrscher wie uns. Da gab es schon eine ganze Reihe. Die allerersten Lebewesen hier, das waren Bakterien. Die haben die Atmosphäre so sehr verändert durch ihren Stoffwechselkreislauf, dass sie am Ende ihr eigenes Habitat, ihren eigenen Lebensraum zerstört hatten und wieder ausgestorben sind. Wer mit der Atmosphäre spielt, erinnert sich das an etwas? Dann, Sie kennen alle diese Geschichte mit den Dinosauriern vor 65 Millionen Jahren, mit dem Asteroideneinschlag. Es gab schon vermeintliche Herrscher hier und wenn wir nicht aufpassen, dann werden wir auch nur zu einer Episode auf diesem Planeten. Übrigens mit den Asteroiden, da könnte man einen eigenen Vortrag machen. Alle 50 Millionen Jahre trifft statistisch so ein richtig großer Brocken, der das Leben auslöscht. Das hört sich jetzt gut an, 50 Millionen Jahre, nur wie gesagt, der letzte ist 65 Millionen Jahre her. Das ist das Problem mit der Statistik. Wie wollen wir das also packen hier auf diesem Planeten? Wie wollen wir uns diesen Aufgaben stellen? In erster Linie bin ich davon überzeugt, wir brauchen ein Software-Update. Wir haben eine unglaublich gute Hardware. Also diese 1,4 Kilogramm Fett, Wasser und ein paar Spurenelemente, die wir Gehirn nennen, das ist das Faszinierendste, was wir überhaupt da draußen in den Weiten des Alls bisher gesehen haben. Und diese Hardware, die reicht vollkommen, aber wir fahren diese Hardware mit einem Betriebssystem, das ist steinalt. Ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Warum essen wir gerne süß und fett? Weil es eine Zeit gab, als diese Software geschrieben wurde, da war das von Vorteil. Da haben wir uns sehr, sehr viel bewegt und da mussten wir einen strammen Winter durchstehen und da war es gut, die Pose aufzubauen. Nur heutzutage ist es kontraproduktiv. Und noch viel schlimmer, ein noch viel gravierenderer Software-Bug ist der Säugetier-Imperativ. Was heißt das? Wir versuchen immer innerhalb einer Gruppe aufzusteigen. Also wir sind so die Ellbogenwesen. Wir verdrängen. Und das war zu einer Zeit unglaublich wertvoll, wo es uns geholfen hat, unseren Genen zum Durchbruch zu verhelfen.
Aus dieser Zeit stammt diese Programmierung. Nur mittlerweile haben wir uns so breit gemacht auf diesem Planeten und wir haben durch diesen Verdrängungsmechanismus so viele Spezies schon ausgelöscht, dass wir dringend umdenken müssen. Wir brauchen ein neues Betriebssystem. Wir müssen begreifen, dass wir uns nicht so wichtig nehmen dürfen auf diesem Planeten, dass wir Kooperationen eingehen müssen. Das ist eine große Herausforderung, ich weiß. Wir sind immer gut im Umgang mit Geld und solchen Geschichten. Nur diese Dinge können wir uns mit Geld nicht kaufen. Das sind Naturgesetze, nach denen das Ganze funktioniert. Sie können nicht zu irgendeinem Asteroiden, der daherfliegt, sagen, hey, so ein Einschlag, der passt uns jetzt gerade gar nicht und wir wären aber geneigt, dir ein paar Milliarden zu überweisen, wenn du vielleicht ein bisschen an uns vorbeifliegst. So wird dieses Spiel nicht gespielt. Und das ist wichtig für uns, das zu begreifen. Weil wir immer in diesen Kategorien denken, irgendwas fehlt uns, dann kaufen wir das. Diese Spezies, die wir verdrängen, die sind weg. Ich mache mal ein ganz konkretes, einfaches Beispiel. Irgendwelche Insekten oder Bienen. Wenn die Bienen weg sind, dann können sie die nicht irgendwo im Supermarkt wieder kaufen oder irgendeine Maschine bauen, die Bienen produziert. Die sind weg für immer. Eigentlich muss einem der kalte Schweiß ausbrechen dabei. Dieser Glaube, wir könnten alles immer vervielfältigen beliebig. Selbst wenn uns das Geld ausgeht, dann rennen wir zu irgendeiner Zentralbank, die druckt wieder welches. Wir können keine Bienen drucken und wir können auch kein Leben drucken. Das heißt, wir müssen diese Software ändern. Jetzt kann ich Ihre Software nicht umschreiben. Ich kämpfe schon mit meiner Software genug. Ich werde auch nicht die Welt zum Besseren verändern, das ist mir klar. Aber ich hätte die Hoffnung, dass ich diese Information irgendwie an Ihrem Kleinhirn vorbei schmuggle in Ihre Großhirne. Wie so ein Computervirus. Dann werden Sie sich vielleicht selber diese Gedanken machen noch und es weiterführen und weiterführen, weil jede und jeder von Ihnen muss dieses Update selber durchführen, diese Änderung. Und dann können Sie auch andere vielleicht mit diesem Virus infizieren. Das wäre meine Hoffnung. Denn das wirklich Schlimme an dem Ganzen ist, dass die Entscheidungsträger, wie soll ich sagen, ich gebe Ihnen mal ein Beispiel. Da gab es eine EU-Kommission für Energie, Stromnetze und solche Geschichten. Und da war ein Referent, der hat dann vorgetragen, da gibt es bestimmte Probleme an den Schnittpunkten, da gelten Naturgesetze, da gibt es Ohmsche Gesetze und Ampere-Gesetze und Kirchhoffsche Gesetze. Und er hat immer wieder erklärt, das können wir so nicht machen, wegen der Kirchhoffschen Gesetze. Dann kam wieder ein Vorschlag von der Politik, dann hat er wieder gesagt, nein, das geht nicht, wegen der Kirchhoffschen Gesetze. Und dann ist es irgendwann einem dieser Politiker zu bunt geworden, ist aufgestanden und hat gesagt, wir sind hier die EU, wir haben die Rechtshoheit und wenn es so schwierig ist mit diesen Gesetzen von dem Herrn Kirchhoff, dann ändern wir die einfach. Spüren Sie dieses, das meine ich mit Software-Bug. Dieses Selbstverständnis, dass wir uns über die Naturgesetze erheben könnten. Davon müssen wir uns dringend lösen. Und für mich persönlich, muss ich sagen, ist das Traurige dabei, dass wir Wissenschaftler diesem Wesen, das sich hier so breit macht auf diesem Planeten, aus der Gattung der Trockennasenaffen, da ist einer ein bisschen, wie soll ich sagen, nennen wir ihn mal den Crazy Ape, den verrückt gewordenen Affen, der führt sich jetzt hier unglaublich auf diesem Planeten. Und wir Wissenschaftler, wir haben ihm eigentlich genau dieses,
Werkzeug in die Hand gegeben, das es ihm erlaubt, diesen Wahnsinn zu vollbringen. Denn worauf will ich raus? Wir Wissenschaftler haben uns mit den Dingen beschäftigt, wie sie funktionieren. Dieses Wissen darum, warum etwas ist, dieses Know-Why. Und die Ingenieure machen dann daraus so Know-How und dann gibt es Maschinen und Geräte und Technologie. Und erst durch diese Technologie ist es dem Crazy Ape gelungen, mit einem sehr großen Hebel diesen Wahnsinn überhaupt zu vollführen. Das heißt im Endeffekt, der menschliche Verstand hat erst dazu geführt, dass wir so verantwortungslos und dumm handeln können. Das ist alles paradox. Und aus diesem Teufelskreis müssen wir raus. Wir müssen das durchbrechen. Und das fällt jetzt Philosophen offensichtlich einfacher. Hegel hat mal gesagt, der Mensch ist kein Tier, weil er weiß, dass er eins ist. Und da ist viel Wahres dran. Wir werden uns erst zu einem besseren Menschen entwickeln können, sagen wir so ein Mensch 2.0, neues Betriebssystem, wenn wir verstehen, dass wir erst dann eine wichtige Rolle spielen werden in dem ganzen System, nicht nur eine kurze Episode wie all die anderen auf diesem Planeten, erst dann eine wichtige Rolle spielen werden, wenn es uns gelingt, uns selber nicht mehr so wichtig zu nehmen in diesem ganzen Spiel. Das ist Ihnen alles zu hoch gegriffen. Da ist es wieder das Aiming High. Und ich denke, das hätte John Ruskin gefallen. Der hat vor über 100 Jahren schon gewusst, dass der wahre Lohn für unser Bemühen nicht darin liegt, was wir dafür bekommen, sondern darin, was wir dadurch werden. Ich danke Ihnen.